So, seid mir gegrüßt. Das nächste Replay der T28 Stufe 4 Medium der Russen. Das ist dieses Riesenschiff, wie man sehen kann, so groß wie ein Churchill oder fast so groß wie ein Churchill von der Länge. Höher ist er noch. Karte Komarin, 49% Siegchance, also ein recht knappes Match. Ich fahre hier direkt vor und begebe mich in den Scoutbusch. Ich habe im T28 ein Scherenfernrohr dabei, um die Sichtweite zu erhöhen. Dafür habe ich, glaube ich, auf den Ansetzer verzichtet. Der Panzer hat so eine hohe Feuerrate, dass er schneller schießt als einzielt. Und von daher macht es durchaus Sinn, bei dem Panzer den Ansetzer rauszulassen und stattdessen den Scherenfernrohr mitzunehmen, um die Sichtweite zu erhöhen. So, passiert erstmal überhaupt nichts. Meine Position hier scheint diesmal nicht zu funktionieren. Von daher mache ich mich auf die Socken und gehe hier direkt auf die Reise und suche mir Kundschaft, die ich ein bisschen beglücken kann, die sich über meine Anwesenheit freuen und denen ich ein bisschen ins Gesicht schießen kann. Oh, recht flottes Gerät. Versuche hier den BDR, beziehungsweise, ja, es war der BDR, zu beschießen. Hab allerdings kein Glück, beziehungsweise meine Richtschütze keine Lust. Oh, da geht jetzt hier eine Su-76 auf. Und ein T1 Heavy, der freundlicherweise zurückfährt. Ich versuche ihm hier die Kette abzuschießen. Kommt mir sogar entgegen und fährt noch ein Stück zurück, dass ich besser treffen kann. Und wie man sehen kann, die Feuerrate auf dem Panzer ist extrem. Ich lasse mich hier dummerweise auf den Shootout ein und kassiere dafür viel zu viel Schaden. Weil ich den Abschuss haben wollte, war es nicht wert. Manövriere hier ein bisschen und versuche den T70 aufzuklären. Stattdessen geht der gegnerische T28 hier auf. Auf dem Panzer habe ich noch keinen sechsten Sinn. Also den hatte ich mir auch nur rein aufgrund dessen, dass ich für das Super Pershing Event noch Russen brauchte, angeschafft. Und der T28 da ein recht nettes Spielzeug ist. Sehr brauchbarer Panzer. Er ging voll durch ihre Panzerung. Kritischer Treffer. Wir haben sie böse erwischt. Bin hier die Kette gezogen. Und mache mich dann natürlich dran. Den noch restlos in die Garage zu verfrachten. Unser Churchill 1 steht hier natürlich in der Basis, beziehungsweise im Wald, und passt darauf auf, dass niemand die Fahne mitnimmt.
begebe mich jetzt hier wiederum in irgendeine Position, von wo aus ich schießen kann. Kassiere hier direkt den nächsten Treffer. Bin reduziert auf 20 HP. Aber noch kein Grund, um hier aufzugeben. Auch mit 20 HP kann ich hier noch schießen und Schaden machen. Und das tue ich jetzt hier über etwas größere Entfernung. Bewegt sich momentan relativ wenig. Von daher begebe ich mich halt zum Gegner, wenn der Gegner keine Lust mehr hat, weiterzufahren. Und von hier kann ich mir den KV-1 auch abholen. Hier hat mir der Richtwinkel gefehlt. Jetzt auf den Weg, den T-82, der hier gleich in der Basis vom Gegner aufklären wird, noch zu supporten. Was noch fehlt, ist der T-46 und da ist er. Das muss wehtun. Wirkungstreffer. Wirkungstreffer. Tja, und damit das Gefecht beendet und wir kommen zum Kampfbericht. Tja, Sieg. Panzer Ass 34.717 Credits, 3.188 Erfahrung. Für den Tagessieg, wir haben das Großkaliber und den Panzermeisterschützen erhalten. In der Teamaufwertung oder Teamauswertung sehen wir 1703 Schaden, 5 Kills, 1063 Basiserfahrung. Im detaillierten Kampfbericht können wir sehen, 34 Schuss abgegeben, 29 getroffen, 28 Durchschläge, 1703 Schaden, 4 Treffer erhalten, alle 4 mit Durchschlag. Haben einen Gegner aufgeklärt, 7 beschädigt, 5 zerstört, 132 Aufklärungsschaden erhalten, sind 2,2 Kilometer gefahren und nach Abzug von Reparatur- und Munitionskosten sind hier 31.559 Credits netto übrig geblieben. 1594 Erfahrung mit Premium, das Ganze mal 2 ergibt 3.188 Erfahrung, 79 freie Erfahrung. Und damit das Panzerass auf dem T28 geschafft. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht anzuschauen. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Spielen. Würde mich über Kanalabos und Likes freuen. Und melde mich hiermit ab.